Hallihallo, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen hier bei LS22 Neighbors. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet und wieder ein kleines bisschen mit mir hier farmen möchtet. Zurzeit haben wir nicht ganz so die Gespräche mit den anderen, weil, wie gesagt, ich muss es mal so sagen, UOC, unser TS, mein TS spinnt völlig rum. Deswegen werden wir jetzt wirklich nur reine Landwirtschaft zeigen. Hier und da werden wir es immer mal versuchen, so ein bisschen zu telefonieren und sowas, aber wir müssen uns heute wirklich leider ein bisschen mal aufs Farmen komplett beschränken. Denn ich will trotzdem ja meine Folgen für euch rausschmeißen. Als Obstmanfred, ne? So sieht's aus. Ich werde mal schnell den Thomas anrufen. Mal sehen, ob's geht. Und na? Haben wir den Landhandel hier? Herr Ernstberg, der Thomas. Thomas, grüß dich. Sag mal, wie sieht's denn aus bei euch mit Kalk? Habt ihr da noch welchen? Kalk, stimmt. Kann sein, mein Handy, das haut im Moment manchmal nicht so richtig hin. Es ist kann sein, ich ja, bin wir haben weg. Auf jeden Fall noch. Hörst du mich? Ja, ich höre dich nicht. Alles klar. So, also du hast noch? Weißt du zufällig, was du das letzte Mal bezahlt hast? Nein. Warum springt der hier nicht mehr? Ich hab's. Was hab ich dir bezahlt? Thomas? Ich denk mal 550. Das könnte möglich sein, ja. Das klingt auf alle Fälle so. Hau mir mal bitte... 550, ne? Hau mir mal bitte 10.000 Liter ins... also kannst du es liefern oder muss ich es holen? Ja, kann ich machen. Hau mir mal bitte ins Lager 10.000 Liter. Jo, mach ich. Das wäre ganz lieb von dir, ne? Jo. Alles klar, Rose, machen wir es erst mal. Bis später, hä? Jo, bis später. Tschüss, ciao. So, meine lieben Freunde der Nacht. Da haben wir das schon mal auf alle Fälle bestellt. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. So. Dann fahren wir hier unten mal lang. So. Da haben wir das Ganze nämlich schon mal ein kleines Bild gekalkt. So. Und so. Wusste ihr, ich brauche bloß zu wenig. Ne, das wäre eigentlich ist ja dann Quatsch, dass ich da nochmal Kalk bestellt. Na, wo ist es immer gut? Kalk kann man immer gebrauchen. So, gut. Wunderbar, meine lieben Freunde. Jetzt machen wir hier noch ein kleines bisschen kallig und dann haben wir das auch im Endeffekt geschafft. So. Fein. Perfekto. Gut, das haben wir geschafft, meine Lieben. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Sämaschine scharf machen. Und dort gleich mal noch ein kleines bisschen Dings drauf schmeißen. Was haben wir gesagt? Sojabohnen, ne?
Hol. Hol ich ganz schnell. Hier, Sojabohnen nützen dir nicht, ne, für die Raffinerie. Nee. Also Sojaöl oder so kannst du nicht machen. Nee. Hm, schade, ja, ich muss die trotzdem jetzt draufknallen. Na ja, gut, alles klar, du weißt auch mal Bescheid. Hm. Na, bis später. Später. Tschüssi. Tschüss. So, jetzt waschen wir das ganz schnell mal ab. Und dann werden wir dort mal ein bisschen Soja draufschmeißen. Fahren wir das Ding wieder unter das Dach drunter und dann geht Soja sehen los. Warte mal, ich muss noch mal gucken, wo mischt ihr überhaupt? Nein. Muss hier dazwischen? Nein, muss ich. Gut. Das müssen wir ganz vorsichtig machen. Dass wir ja nichts beschädigen. Sehen wir mal. Machen wir das weg und das weg und das, zack, so. Und dann fahren wir uns noch einmal ran an die Sämaschine. So, warte mal, die Bolzen hier rein. Die Bolzen rein, den Bolzen. Das stecken wir an. Zack, zack, zack. So, gut. Dann können wir gleich auf alle Fälle mit düngen. Das wird natürlich auch nicht ganz schlecht. Aber ich könnte mal gucken, ob ich noch Dünger habe. Müssen wir gucken. Ja. So. Gut. Meine Lieben, dann würde ich sagen, düngen wir mal ein bisschen. Und sehen an natürlich. Stefan hier. Stefan, grüß dich. Ich habe euch hier 4.171 Liter Steine reingeschmissen. Ja, ich hab bezahlt. Ach so? Ja. Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Also ich hab die gleich bei euch rein die Dings gehauen, ne? Hab ich gesehen, ich war da vorne mit dem Fan dran. Ach so, das war der Kohle hier. Das sah aus wie. Das sah aus wie eine pinke Kohle. Also, grüner Fend. Ja, die fährt gerade mit dem grünen Fend. Die fährt pink? Nee, die fährt gerade mit dem grünen Fend. Ach so.
Weil die irgendwie wieder Aufträge macht, keine Ahnung, was weiß ich. Die Alte ist also, wir, ganz schön straff drauf. Also, wir sind die Einzigen, die hier nur einen Fan haben. Nö, zur Zeit nicht. Aber wie gesagt, das geht auch bloß ein Stück weit, weil dann. Naja, weißt du. Die macht wieder einen Auftrag, weißt du? Von irgend so einem Knilch hier, irgendwie, keine Ahnung. Ja, wir kommen uns um unserem Hof. Ja, na, ist frisch. Ja, ich weiß, gerade beim Gülle holen. Ja, na, ist doch frisch, ist doch frisch. Na gut, alles klar, du weißt auch schon mal Bescheid. Und ich auch. Ja. Ne? Und wir sehen uns, hören uns später dann, ne? Stefan? Ja. Alles klar. Ich hab gedacht, mein Handy ist wieder abgestürzt. Bis später. Nee. Tschüssi. Also. Ciao. Ciao. So. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Und zwar, zack. Das machen wir mal an. Das machen wir auch an. So. Gut, perfekt. Wenn wir hin sind, müssen wir gucken, ob das auch ordentlich seht. So. Gut, das machen wir, wenn wir wieder vorne sind. Na, ich sage mal, viel kommt dann später hier, ne, Rona? Weil das ja ein kleines Feld, ne? Aber immerhin ein bisschen was können wir schon noch machen damit, auf alle Fälle. Nikolas, grüß dich. Ja, hier, kann sein, mein Handy, das haut heute nicht hin. Ich bin immer irgendwie weg. Mal sehen, wie lang es geht. Hier, pass mal auf. Und zwar, ach du Scheiße, hab ich vergessen zu kalken. Naja, gut. Mhm. Hier, ich muss mal wahrscheinlich meinen Traktor warten lassen bei dir. Alter, was wollen die mir denn jetzt alle in den Karren pissen hier, du? Warum denn? Bist du doch, oder ne? Ja, klar. Nee, nein, Spaß. Wir müssen mal einen Termin für nächste Woche ausmachen. Ja. Also zurzeit ist eigentlich alles entspannt, oder was? Ja, hab ja eh nichts zu tun, also. Ja, weil ich hab, da ist schon auf Rot. Ja, das ist nicht gut, ne? Nee, ich glaube auch, dass das nicht so gut ist. Müsste sowieso mal gucken, was überhaupt alles gewartet werden muss, aber da wäre ich, glaube ich, arm. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Na, okay, bloß, dass du erstmal Bescheid weißt, ne? Ja, weiß ich Bescheid. Was ist sonst du bei dir los? Ja, außer in der Hose nicht viel, ne? Eieieiei. Weißt du, machst nichts oder was? Gibt nichts zu tun oder wie? Nee. Nee? Ich hab immer irgendwas zu tun. Wenn ich einen Leuten im Sack gehe. Wie gesagt, tote Hose hier, du. Muss warten, bis ich dann irgendwann mal ernten kann. Weißt du, wie das ist? Naja. Aber das dauert ja noch ein Stückchen. Ja. Na. Na gut, mein Lieber. Gut, dann weiß ich auch mal Bescheid. Jawohl. Und dann werden wir nächste Woche mal probieren. Mal sehen. Ja. Ne? Mhm. Wie viel Vorlaufzeit oder wie viel Zeit nimmt es dann in Anspruch? Ich muss ihn ja bestimmt stehen lassen, ne? Ach, da habe ich keine Vorlaufzeit. Nicht. Gut.
Weil ich weiß ja nicht, wie schnell das dann hier bei dir geht, weißt du? Ja, wenn der Ersatzteillieferant mitspielt, dann flott. Ja, okay, alles klar. Ja, da wüsste ich Bescheid. Gut, Nikolas, dann will ich dich gar nicht weiter abhalten vom Schlafen und dann sag ich mal... Was für vom Schlafen? Ich muss Büroarbeit machen. Ach, Büroarbeit machst du. So nennt sich das heutzutage. Ja, mein Rechnungssystem, das spinnt völlig doof. Warum? Was ist denn da los? Ja, jetzt... Meine Vorlage hat's irgendwie zerhauen und jetzt muss ich gucken, ob ich eine neue Vorlage mache. Ach du Schande. Ja. Naja, wenn die liebe Technik nicht wäre. Früher, zu meiner Zeit, da haben wir das alles noch auf dem Blatt Papier gemacht mit dem Rechenschieber. Und per Handschlag. Und per Handschlag. Was denkst du? Das ging alles absolut rubbel die Katz, ging das. Was meinst du, wie oft wir da auch beschissen haben, du? Das war da gang und gäbe. Also ich nicht. Nicht? Nee. Hm. Mit Handschlag... Bei uns im Osten, vielleicht bei dir, bei den Wessis, ja. Bei uns im Osten, das ging alles noch schön per Handschlag, glaub mir. Da hat keiner beschissen. Willst du jetzt die Wessis beleidigen, oder was? Ja, aber volle Kanne. Ey, pass auf, dass ich dir da nicht gleich runterkomme, jo. Ah, du weißt ja gar nicht, wo ich bin. Ich hab meine Jungs hier, ja. Ach, du hast deine Jungs, ja. Das glaube ich auch, dass du Jungs hast. Die agieren im Untergrund. Mhm, ist klar. Ja, du bist die, also im Untergrund. Ja, du weißt doch, wie das war mit den Tunnelbauern, ne? Mhm. Ist klar. Nennen sie Freimaurer. Ja, ja. Ne? Nee, aber ansonsten. Nee, nichts. Alles klar. Also wissen wir auch schon mal Bescheid auf alle Fälle und da bringe ich natürlich dann nächste Woche irgendwie mal, kriegen wir das hin. Ne? Bist du noch da? Hallo? Ah, jetzt. Bist du noch da? Verbindung ist schlecht. Verbindung ist alles klar, ich lege mal auf, hä? Ach Leute, ich weiß überhaupt nicht warum. Warum? Meine Güte, bist du in einem Funkloch oder was? Ja, wahrscheinlich. Na gut, alles klar, ich lege mal auf, hä? Bis später. So, gut. Schieben wir das mal rückwärts raus hier, den Spaß. Gucken wir, ob hier alles dran in Ordnung ist. So. Ja, das sieht doch gut aus. Gut, das sieht alles gut aus. Auf alle Fälle müssen wir dann striegeln noch. Das wäre dann gleich die nächste Aufgabe. Und dann hätten wir auch das Feld fertig. Dann fehlen uns eigentlich bloß noch zwei Felder, glaube ich, die wir fertig machen müssen. Da müssen wir mal sehen. Jetzt in der dritten Folge haben wir ganz schön ein bisschen was geschafft, meine lieben Freunde.
So, gut. Ja, dann sind wir wieder angekommen hier am Hof. Und meine Lieben, wir sind aber auch schon für heute wieder fertig. Lasst gerne mal das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und wer Bock drauf hat, ein bisschen mehr zu erfahren, der kann uns natürlich auch auf WhatsApp, wollte ich sagen, auf YouTube natürlich schön folgen, abonnieren und ein Däumchen da lassen. Genau, so sieht's aus. Bis dahin, macht's immer gut, wir sind auch schon mal raus, meine Lieben. Tschüss und ciao.